So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute werde ich die Solarplatte verbauen. Ich habe auch schon alles bereitgelegt. Ihr habt ja in den vergangenen Videos schon gesehen, was alles passiert ist. Die Zweitbatterie wurde verbaut. An die Zweitbatterie kommt dann die Solarplatte. Die Doppeldrehkonsole ist im Hintergrund ja auch schon verbaut. Der Bulli war beim Lackierer. Bevor ich die Solarplatte oben draufsetze, war mir wichtig, damit da nicht alles durchrostet. Und ja, warum mache ich das Ganze? Damit man dann auf der Rennstrecke auch selbst Strom generieren kann. Weil, ja, wo waren wir jetzt? St. Wendel hat man keinen Strom, Großenhain hat man keinen Strom und das ist schon alles Banane, dafür jedes Mal, sag ich mal, den Generator anzuschmeißen. Und, ne, sind ja alle total die grünen Greta Thunberg-Fans und von daher machen wir jetzt das Ganze. Seid gespannt. Hier seht ihr jetzt die Solarplatte. Das ist hier wirklich ein sehr dünn. Warum habe ich das Ganze jetzt genommen? Ja, Optik ist wichtig. Und gut, Mats hat die Platte ja auch verbaut und ich fand die jetzt eigentlich ganz cool. Von daher, das ist eine 120 Watt Platte. Das sollte reichen für das, wofür ich es benötige. Dann haben wir hier nochmal den Laderegler. Den kann man sich dann per Bluetooth angucken, wie viel dann geladen wird. Also hat sein Kram immer im Überblick. Ich habe ja zu Hause auch eine Photovoltaikanlage und ich finde es eigentlich immer ganz geil, wenn man sich das angucken kann, was man selbst an Strom produziert bzw. verbraucht. So, hier ist dann nochmal das Kabel, das ich dann ja einmal da anschließen werde. Ihr seht ja hier die beiden Anschlüsse und da. Und dann wird das über die Decke dann Richtung Zweitbatterie verlegt. Hier nochmal war ein guter Tipp von Matze, besten Dank, diese Dinger zu verkleben, um nachher halt die Kabel zu verlegen. Beziehungsweise das Kabel dann oben vernünftig zu befestigen. Gut, ich würde sagen, ich fange dann mal an, oben die Platte einmal festzuschrauben und dann das Kabel Richtung N zu verlegen. Folgendermaßen wird es ablaufen. Man hat ja hier diese Fixierpunkte. Insgesamt sind da ja vier Stück auf dem Dach. Man kann es quasi hinsetzen, wo man hin möchte. Ich werde es in der Mitte machen, weil an den vordersten und an dem hintersten kommt ja die Markise. Von daher werde ich die beiden benutzen. Wir können natürlich dann selbst entscheiden, wenn ihr das Ding kauft, wo genau ihr das da hinsetzt, weil da sind vier Löcher, soweit ich weiß. Moment. Genau, ihr habt hier vier Löcher. Ne, drei Löcher. Eins, zwei, drei. Und somit könntet ihr das dann auf die Fixierpunkte befestigen. Ich habe jetzt gesehen, dass unter der Metallplatte ist kein Gummi. Von daher werde ich die von der Schraube verwenden, um halt ja eine Reiberei zu verhindern und dass ich mir da nicht jetzt den frischen Lack da wieder irgendwie zerkratze, weil bewegt sich ja doch alles auf dem Dach. Gut, dann werde ich mir jetzt anfangen, es zu befestigen. So, ganz einfach jetzt. Eins, zwei und hinten nochmal dasselbe Spielchen. Und schon hat man die Platte verbaut. Da fällt kaum auf hier oben auf dem Dach. Hier unten sind halt nochmal so, sag schnell, Schaumstoff, damit man sich den Lack nicht beschädigt. Und hier unten kann halt vernünftig die Luft zirkulieren, weil Solarplatte wird doch irgendwann heiß, wenn sie Strom produziert, ne? So, easy peasy. Jetzt werden wir mal das Kabel Richtung Innenraum verlegen. Ja, sieht man auch sehr schön. Fällt eigentlich
kaum auf, außer man ist so groß wie ich und kann aufs Dach gucken. Gut, hier sieht man jetzt das Kabel. Werde ich nachher hier mit Kabelbindern gleich verbinden und einmal die Rinne hier entlang legen, bis ich hier zum Deckel komme. Und dann hat der Matthias, coole Idee, hier ein kleines Löchlein reinschneiden und dann die Kabellage durchziehen, damit ich dann hier oben, komme ich nochmal raus. Hier oben kommt man dann raus und dann gehe ich hier an der Decke entlang bis zur B-Säule runter zur Zweitbatterie und fertig. Sehen kann, habe ich da mein Kabelbinder durchgezogen. Da hier habe ich die zwei Kabelhalter festgemacht. Ich dachte eigentlich, ich könnte beide da reinkriegen. Obwohl, warte mal. So, habe ich halt hier diese Kabelhalter, ein Kabel durchgezogen und damit Kabelbinder verbinden. Und jetzt werde ich gleich das große Kabel da hier mal anschließen, weiter hier langlegen und dann werde ich das euch gleich zeigen. Sieht, habe ich hier alles einmal entlang gelegt. Ich bin jetzt nicht ganz glücklich hier mit der Stelle, deswegen werde ich jetzt mit schwarzem Tape das einmal zusammenkleben, weil nicht, dass das mir hier die ganze Zeit auf dem Lack rumschraubt. Jetzt habe ich hier mein Kabel raushängen und ich werde jetzt hier gleich ein kleines Löchlein schneiden, um dann den Rest da durchzufeuern. Freunde, ich habe jetzt die obere Leiste hier entfernt, damit ich dann hier das Kabel durchschmeißen kann. Sieht man wieder nicht wegen dem Licht. Und dann gehe ich hier lang. Schön mit dem Kabelbinder oben entlang und dann runter zur B-Säule. War jetzt eine ganz schöne Fummelarbeit, das Kabel genau hier durchzubekommen. War es ja doch ein dickes Stück. Ich dachte erst, man könnte hier durch, aber hier verschwindet es dann besser unter der Verkleidung.
Und jetzt werde ich das Ganze mit Kabelbinder festmachen und ein bisschen nach vorne legen. Aber ich glaube, ich komme danach nicht weiter, weil mir wieder dieser eine Bit fehlt, den ich von meinem Kollegen ausgeliehen habe. So, Freunde, ich habe das mit dem So immer so. Das Kabel habe ich jetzt hier schön versteckt hinter dem Dachhimmel. Das bleibt ja, wie gesagt, wird vielleicht noch ein bisschen verfeinert, aber ansonsten lasse ich das. Genau. Ja, ich kann leider nicht weitermachen, weil mir leider der schöne Bit fehlt. Den muss ich mir jetzt erst wieder besorgen, beziehungsweise bestelle ich mir den jetzt mal und dann gibt es den Rest. Für heute ist Schluss. Feierabend! Eine Ewigkeit später. Ein wunderschönen. Es geht endlich weiter mit dem Verbau des Solarmoduls. Ich habe ja auf diesen Bit hier gewartet und der ist jetzt angekommen. Das heißt, ich kann jetzt das Stromkabel hier anschließen und dann mal gucken, ob es funktioniert. Ich muss jetzt natürlich wieder einmal hier vorne, wie ihr sehen könnt, die Sitzbank abbauen, um dann halt unten an die Batterie ranzukommen. Von daher, jo, muss ich mich jetzt wieder quälen, die Sitzbank auszubauen und dann werden wir den Laderegler anschließen und dann hoffen wir, dass das Ganze funktioniert. Es ist jetzt nicht gerade wirklich sonnig draußen, von daher weiß ich nicht, ob man es dann testen kann oder sieht. Man kann es ja per App dann einmal nachgucken. Wir schauen. Wie man jetzt sehen kann, habe ich jetzt hier das Kabel einmal schön lang gelegt, einmal mit dem bestehenden Kabel hier verbunden und jetzt packe ich halt wieder die Verkleidung drauf. Achtet halt immer darauf, dass ihr hier nicht diese Plastiknippel kaputt macht, weil hier unten fehlt mir schon einer. Ich schätze mal, den habe ich schon zerstört. Hier sieht man jetzt mein ganzes Elektrikerwerkzeug. Ich habe jetzt die Kabel anständig vorbereitet. Hier seht ihr einmal Ader-Endhülsen und hier mal einmal, damit ich das vernünftig dann auf die Batterie klemmen kann. Genau das gleiche gilt dann hier für die Solarzelle, auch einmal vorbereitet. Und dann werde ich jetzt das Ganze einmal vernünftig anschließen, ne? Batterie auf Batterie und PV-Anlage auf PV-Anlage. Läuft. So, ich habe jetzt den Anschluss hier vorgenommen. Ihr seht hier einmal habe ich die Batterie angeschlossen, plus, minus. Und hier in der Mitte hat man die PV-Anlage. Da ist noch umgedreht, minus, plus. Darauf achten, dass er richtig anschließt. Ich werde das Ganze jetzt hier einmal an der Seite befestigen. Die Kabel habe ich jetzt quasi von da hinten dem Plastik oder der Plastikhalterung abgenommen, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Das kann ja eigentlich hier so drin liegen. Stört mich nicht. Da unten sieht man eh nichts. Und dann werde ich gleich alles anschließen und keine Ahnung, ob man da was von der PV-Anlage sieht. Ich werde dann mal gleich die App runterladen und dann mal testen. Ich habe das Ganze jetzt angeschlossen. Wie ihr seht, auch verbaut. Auch hier wieder aufs Plus, wie man jetzt sieht, leuchtet das Ganze blau. Zack. Genau, ich habe jetzt die App, werde ich jetzt einmal runterladen und mal schauen, was das Teil macht. Und dann zeige ich euch das gleich. So, ich habe mir jetzt die App hier runtergeladen und wie es halt so ist, darf man als erstes Updates machen. Aber als gelernter ITler weiß man, ist wichtig. Von daher lasst jetzt mal durchlaufen und dann gucke ich gleich mal weiter. Ja, wie ich es mir jetzt schon fast gedacht habe, wird es nicht aufgeladen, weil seit Tagen und Wochen, sieht man ja selbst, scheint einfach nur die Sonne. Von daher war ganz einfach zu verbauen, muss ich zugeben. Ein bisschen Fummelei, als Laie kriegt man es hin. Von daher kann man sich gönnen. Ich hoffe jetzt, dass man dann demnächst auf der Rennstrecke Strom hat und nicht mehr auf den ADAC angewiesen ist, der
das teilweise hinbekommt oder auch nicht. Von daher, den Part haben wir jetzt erledigt. Als nächstes werde ich dann, wie man hier sieht, den ganzen Innenraum rausschmeißen. Und dann wird der Boden neu verlegt und dann geht es Richtung Möbel. Von daher seid gespannt, schaltet ein, folgen, liken, abonnieren, whatever. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.